Hallo, 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 heute ist der 8. April und heute ist wieder Daily Tag. Deine Tagesdosis Angeberwissen, er ist der Christian, ich bin der Sascha. Und wer hat heute Geburtstag? Vivian Westwood hat heute Geburtstag. Ja. Hier die diese Modedesignerin, ja. Geboren in Glossop. Glossop. Glossop, Derbyshire in England. Du bist da so international so bewandert, merke ich. Glossop. Glossop. In Glossop. Wie würdest du das denn aussprechen? Nee, Glossop. Glossop, ja, ja, genau. Ja. 8. April 1994, wo wir gerade beim 8. April sind, lustigerweise. Ja, ist ja irgendwie in der Sendung, glaube ich, wurde nach angebracht. Nach dreijähriger Restauration im Vatikan das Wandgemälde Das jüngste Gericht. Ja. Hast du schon mal gesehen live? Von Michelangelo, leider nicht. Ja, ich habe es gesehen, aber da musst du dir vorstellen, so ungefähr 400.000 Köpfe hier unten. Mhm. Ja, da bist du ja nie alleine da drin. Ja. Ja, das Ding ist immer komplett voll. Gerammelte voll. Im Vatikan, ja. Ja. Und es ist sowas von voll gerammelt da drin. Also es ist wirklich, es ist eine Katastrophe. Da hast du keinen Bock. Okay. Es ist so voll, da hast du keinen Bock in diesem Raum zu sein, weil alle die ganze Zeit nur da, und da darf ja keiner knipsen. Mhm. Total verboten da drin zu fotografieren. Wer hat denn das Foto dann gemacht? Du Rebell. Ja. Hier so, mit dem Handy so. Ich schreibe nur eine SMS. Ja. Also das Foto hat Sascha gemacht. Ja. Ja. Genau. Und was war am 8. April noch? Am 8. April wurde der Schauspieler Clint Eastwood Bürgermeister. 1986 wurde er in dem kalifornischen Ort Carmel by the Sea. Carmel by the Sea. Carmel by the Sea wurde er zum Bürgermeister gewählt. Wusste ich gar nicht, dass er mal Bürgermeister war. Ja, hier sehen wir ihn auch in der Amtseinführung. Ja, er hat geraucht deswegen. Ja, ja, natürlich. Ja. Clint Eastwood war ja so mehr so ein trockener Typ, ne? Ja. Ich habe letztens einen Film gesehen mit ihm und Shirley MacLaine. Mhm. Ich gucke immer so gerne Klassiker, ne? Mhm. Ich habe das Bild weggemacht. Ja, ich merke es gerade. Mit ihm und Shirley MacLaine, ja, und da hat er auch hier diesen knochigen Typ da gegeben. Das ist sein Standardgesichtsausdruck. Ja, genau, der hat ja eigentlich immer nur so geguckt. Ja. Und der Film war eigentlich ganz gut, ne? Okay. Da Shirley MacLaine als Nonne und er, aber die Letzten fressen die Geier. Kann man gucken. Übrigens, kleiner Tipp von mir. Die Letzten fressen die Geier mit Clint Eastwood eigentlich ganz gut. Als Bürgermeister weiß ich, ob er irgendwie gut... Vielleicht war er da auch gut. Vielleicht, ja. Ja, das war der 8. April. Ich wollte nur Tschüss sagen. Achso, ja, genau. Mach's Cheerio, gut. Bis Sophie.